Ja, meine Freunde, könnte Herbert Bockhorn der neue Rechtsverteidiger-Kandidat bei Werder sein? Könnte das die Rechtsverteidiger-Lösung sein, der Ersatz für eben Mitchell Weiser? Vielleicht sagt dem einen oder anderen dieser Name erstmal nichts. Ich erzähle euch ein bisschen was über ihn. Er hält sich jetzt gerade oder war auf einmal jetzt beim Training von unser U23, ist aber eigentlich Bundesliga-Profi bzw. allgemein Profi der letzten Saison, auch noch beim VfL Bochum gespielt hat, ist vereinslos seit dem 1.7.2022, also offiziell 1,76 groß, 27 Jahre alt. Geburtsort Kampala und Nationalität Deutscher. Position Rechtsverteidiger. Er kann eben aber auch auf der Rechtsaußenbahn und auch auf der Linksverteidigerposition spielen. Also sehr individuell einsetzbar bei den beiden Außenpositionen. Und das ist der, vielleicht einer der Gründe, warum doch der ein oder andere ihn kennt. Er ist Ex-Bremer. So, er hat in der Werder-Jugend gespielt, 2011, 2012, von der U17, U19, 12, 13, dann von der U19 zur Werder Bremens zweite Mannschaft in der Saison 14, 15 gespielt und dann ist er ablösefrei damals 2015, 2016 zum SC Wiedenbrück gegangen. Von dort aus ging es zu Borussia Dortmund 2, auch ablösefrei, wieder ein Jahr später. Bei Borussia Dortmund 2 war er einige Jahre aktiv. In der Saison 1920 ist er dann von Dortmund 2 nach Huddersfield gewechselt. Und zwar auch für eine Ablösesumme. Und zwar für 300.000 Euro ist er gewechselt. Und ist von Huddersfield ein Jahr später wieder, und das war in der Saison 2021, zum VfL Bochum ablösefrei gegangen. Auch jetzt ist er wieder ablösefrei. Sein höchster Marktwert ist sein aktueller Marktwert. Dieser beträgt 800.000 Euro. Trotzdem also würde für ihn natürlich keine Gebühr anfallen, da dieser eben ablösefrei ist und dann logischerweise man nichts zahlen müsste. In seiner Vita stehen 18 Bundesligaspiele für den VfL Bochum. Er hat zweimal im DFB-Pokal gespielt, Regionalliga Nord 10 Spiele, Regionalliga West 99 Spiele, 11 Tore sogar dabei erzielt. Und in der zweiten Bundesliga hat er 24 Spiele gespielt. Also er hat schon ein Stück was Erfahrung, aber auch jetzt keine krasse Oberklasse-Erfahrung. Also versteht ihr, was ich meine? Er ist jetzt nicht einer der Profis, wo du sagst, ey, bringt aber so eine Palette mit und hat 100 Bundesligaspiele und weiß nicht was. Das auf keinen Fall. Er hat 18 Bundesligaspiele und dann ist dann dafür doch schon 27 Jahre. Also hat sich da auf keinen Fall festgespielt. Aber wie gesagt, hat einen Marktwert von 800.000, hält sich bei unserer zweiten Mannschaft aktuell fit, trainiert damit und könnte vielleicht der Kandidat sein für unsere Rechtsverteidigerposition. Ich bin sehr gespannt, wenn dieser Herbert Bockhorn kommen würde, wäre das für mich jemand, ich sag mal, Herausforderer für Agu. Aber da würde ich zumindest jetzt erstmal nominell Agu sogar vor ihm sehen und vor allem auch jünger sehen, mehr Entwicklungsqualität und Bockhorn dann vielleicht dahinter. Ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommen wird. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass er vielleicht am Ende dann nur für die U23 irgendwie spielt, als einer der älteren Spieler. Es gibt ja immer so da auch ein, zwei Ausnahmen. Ich weiß nicht, ob da noch was frei wäre dann, aber ja, tendenziell denke ich, dass das zumindest vom Profil her ablösefrei und die Position stimmt schon mal für Bremen. Ob er von der Qualität her ausreichend wäre, das sei mal so dahingestellt. Ich gerade bin jetzt noch nicht so überzeugt von ihm, aber lasst mich da auch gerne überraschen oder belehren. Schreibt mir natürlich gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn man dann zum Beispiel ablösefreien Weiser bekommen könnte oder ablösefreien Herbert Bockhorn, würden, ich denke, über 90% Weiser nehmen. Nur mal jetzt von mir, ne? Aber ja, schreibt es gerne mal rein.